Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im folgenden Interview, das wir mit einer britischen Organisatorin der Reclaim the Fields Initiative geführt haben, sprechen wir über das geplante internationale Camp in North Wales, die Beziehung zwischen Ernährungssouveränität und dem Gefängnissystem und das Thema der Abschaffung der Gefängnisse an sich. Ich spreche jetzt mit einer Organisatorin der europaweiten Reclaim the Fields Initiative. Wir werden unter anderem über das Camp reden, das ihr plant. Vorher wäre es jedoch schön, wenn wir ein bisschen mehr über eure Initiative erfahren könnten. Erzähl uns doch bitte etwas darüber. Yeah, so Reclaim the Fields is like an international network of collective projects and individuals. Okay, Reclaim the Fields ist ein internationales Netzwerk von Kollektiven und Einzelpersonen, die sich im Kampf um die Nahrungsmittelsouveränität engagieren. Wir verstehen uns als explizit antikapitalistisch und versuchen, Landwirtschaft, die Kämpfe um den Zugang zu Land- und Nahrungsmittelsouveränität mit anderen Formen politischen Widerstands und der Solidarität in Beziehung zu setzen. Und damit haben wir uns die letzten 10 Jahre beschäftigt. Wir hatten sehr viele Treffen und Camps in ganz Europa, hauptsächlich in Westeuropa, aber immer häufiger auch in Osteuropa. Die einzelnen Leute sind auch in ihren eigenen Kollektiven aktiv, die von einem Gemeinschaftsgarten bis zu einer kleinen besetzten Farm reichen. Normalerweise organisieren wir uns innerhalb der jeweiligen Länder und haben dann auch kleine Zusammenkünfte. Und wir unterstützen uns solidarisch, wenn jemand Probleme hat. Wenn beispielsweise jemand geräumt werden soll, dann kommen andere Leute und helfen den Leuten, die geräumt werden sollen. Was wirklich schön ist für Leute auf dem Land, weil sie häufig relativ isoliert sind und sie so Gleichgesinnte treffen, die die Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit und das Anbauen von Nahrung teilen. Nun, für Ende August plant ihr ein internationales Aktionscamp. Das klingt ganz spannend. Wann wird das genau sein und worum wird es da gehen? Yeah, so it's from the 28th of August, so Friday, until the 2nd of September. Das Camp findet von Freitag, dem 28. August, bis zum 2. September statt. Das Ziel ist, Leute zusammenzubringen, um lokale Gemeinschaften im Nordwesten Großbritanniens und in North Wales beim Kampf gegen den Bau eines Megagefängnisses zu unterstützen, über das ich nachher noch was sagen werde. Beim Camp selbst wird es zunächst 3 Tage voller Workshops, Skills-Sharing-Runden und Diskussionen und Aktivitäten für Familien geben, während die 2 Tage danach dann diversen Aktionen von Kleingruppen vorbehalten sind, die gegen das Gefängnis geplant werden. Das Camp selbst soll auf dem Grund eines Anti-Fracking-Projekts liegen. In Großbritannien ist es so, dass dort, wo per Fracking Gas gefördert werden soll, lokale Gemeinschaften häufig sogenannte Schutzcamps installieren. Wir werden also beim Boris Community Schutzcamp sein, einem neuen kleinen Camp, das wirklich Unterstützung benötigt, weil die Leute dort diese unkonventionelle Form der Gasförderung bekämpfen. Denen wird diese Entwicklung einfach übergeholfen und das ist unsere Art, Solidarität mit ihnen zu zeigen. Es wird großartig werden und dieses Camp ist von besonderer Bedeutung, weil die britische Regierung wirklich ein enormes Interesse an Gefängnisneubauten hat und dies unseren Widerstand dagegen sehr gut öffentlich machen wird. Es wird viele Vorträge ehemaliger Gefangener geben, sowie zahlreiche Workshops rund um das Thema der Abschaffung von Gefängnissen oder auch zum alternativen Gerechtigkeitskonzept des transformativen Widerstands. Und hoffentlich werden wir diesen speziellen Kampf in ganz Großbritannien bekannt machen. Es klingt ja ziemlich spannend, die Themen Nahrungsmittelsouveränität und in diesem Fall des Gefängnissystems miteinander zu kombinieren. Wie kamt ihr da drauf? So we feel they are really, really linked. Wir haben das Gefühl, dass diese beiden Themen sehr, sehr eng zusammenhängen.
Denn in Großbritannien ist die Gefängnisindustrie, manche Leute nennen sie den Gefängnisindustriellen Komplex, wirklich sehr eng verbunden mit der Geburt der industriellen Landwirtschaft und damit, wie Kapitalismus uns die Landnutzung vorschreibt. Da gibt es beispielsweise eine Frau in der Gemeinschaft, die gegen das neue Gefängnis kämpft. Sie kann sich noch persönlich daran erinnern, wie dieses Land einmal Farmland war, bevor die Industrialisierung hier Einzug gehalten hat. Und wir erleben jetzt diese riesigen landwirtschaftlichen Einzäunungen, die die Landnutzung determinieren. Eine Entwicklung, die vom Kapitalismus und der Akkumulation des Reichtums vorangetrieben wird. An die Spitze der Weiterentwicklung des Ganzen ist jetzt das Gefängnissystem getreten. Anstalten, die von der Ausbeutung ihrer InsassInnen profitieren, in denen Menschen zusammengepfercht sind. In Großbritannien sind das meist Leute aus der Arbeiterklasse, People of Color, queere Leute, Migranten, Menschen mit Behinderungen, Leute mit Gesundheitsproblemen. Großbritannien hat das am meisten privatisierte Gefängnissystem in Europa. Und so ist dieses Camp unsere Art, Widerstand dagegen zu zeigen. Wir werden nicht eingeknastet und noch weniger um des Profits willen. Und arbeiten Gefangene tatsächlich auf den Feldern? Not so much in the UK. There are a few, like maybe. In Großbritannien eher selten. Im Gefängnisneubau soll es kleinere Gartenbereiche geben. Darüber hinaus sind zwei große Werkstätten geplant, etwa zwei kleine Fabriken, in denen mehr als 800 Gefangene für lokale Unternehmen arbeiten sollen. Das Ganze wird in der Region so verkauft, dass das Gefängnis große wirtschaftliche Vorteile bringen wird, weil die Gefangenen gerade mal 7 britische Pfund pro Woche bekommen sollen, was nicht einmal dem britischen Mindestlohn für eine Stunde entspricht. Kannst du uns mehr Details über dieses spezielle Gefängnisneubauprojekt erzählen? Du meintest vorhin, es wäre das zweitgrößte Projekt. It doesn't have a name yet, but it's in Wrexham, which is a small town. Es hat noch keinen Namen, aber es soll in Wrexham angesiedelt sein, einer Kleinstadt in Nordwales. Es wird Platz haben für mehr als 2100 Gefangene. Das Gefängnis wird unter öffentlicher Verwaltung stehen, wird also nicht privat betrieben werden. 13 der Verträge sollen jedoch an Privatunternehmen gehen, so dass diese dennoch große Gewinne aus dem Gefängnisbetrieb machen werden. Manche Leute haben den Bau eines lokalen Gefängnisses für ihre Region gefordert. Also nicht die lokale Bevölkerung, sondern Menschen aus der Region, die in Machtpositionen sitzen, wie BürgermeisterInnen und Abgeordnete, haben dies gefordert. In ganz Nordwales sitzen jedoch nur 700 Personen im Gefängnis. Es ist also in die Tasche gelogen, dass dieses Gefängnis für Menschen aus der Region entstehen soll. Es ist ein riesiger Bau, deren Insassinnen hauptsächlich aus den armen Communities im Nordwesten Großbritanniens wie Liverpool und Manchester kommen werden. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, weshalb sie auch jetzt im Moment am Rohbau arbeiten. Die Kampagne gegen den Bau läuft bereits und mir scheint, dass die Kampagne hauptsächlich darauf abzielt, Bauunternehmen davon abzubringen, mit dem Gefängnisprojekt zusammenzuarbeiten. Aktuell geht es viel um ein Bauunternehmen namens Henleys, einem australischen Baumulti, sowie eine Reihe kleinerer Unternehmen aus der Region, die vom Gefängnisprojekt profitieren. Aber am Ende ist das auch nur ein Gefängnis unter vielen, die britische Regierung zu bauen gedenkt. Wir denken daher, dass es umso wichtiger ist, jetzt aktiv Widerstand dagegen zu leisten. Und selbst wenn es uns nicht gelingt, dieses Bauvorhaben zu stoppen, so doch der Regierung zu zeigen, dass wir mit dem Bau von Gefängnissen nicht einverstanden sind und wir es nicht tolerieren werden. Prison building is not okay and we will not tolerate it. Um damit zu einem etwas allgemeineren Thema zu kommen, Anarchistinnen lehnen das Gefängnissystem ja als solches ab. Aber viele Nicht-Anarchistinnen werden nicht wissen, warum. Oder vielleicht manchmal denken, dass es ja doch unter manchen Umständen eventuell. Was kannst du darauf erwidern oder wie kannst du das näher erläutern? Yeah, prisons are really interesting and when I often help do workshops. Ja, das Thema der Gefängnisse ist ziemlich interessant und ich helfe häufig dabei, Workshops zu organisieren,
damit Leute ein besseres Verständnis vom Gefängnissystem bekommen. Und dabei frage ich dann häufig, was dann ihre erste Erinnerung an Gefängnisse in ihrem Leben ist. Das ist dann häufig ein Disney-Film, eine Fernsehserie oder etwas in der Art. Was wir aber sehen können, wenn wir diese Übung machen, ist, was die Rolle von Gefängnissen ist. Dass es grundsätzlich darum geht, Widerstand im Zaum zu halten und arme Communities einzuschüchtern und neuerdings eben auch von ihnen zu profitieren. Gefängnisse werden nach außen verkauft als eine Möglichkeit zur Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme. Es läuft dann so, dass, wenn es beispielsweise in einer Gegend Kriminalität gibt und wir nicht den tatsächlichen Ursachen auf den Grund gehen wollen, die sich als Armut oder eine ungleiche Verteilung des Reichtums herausstellen könnten, uns stattdessen einfach die Idee verkauft wird, dass Gefängnisse dafür sorgen werden, dass wir sicher sind und dass dies normal und notwendig sei. Wenn wir also Ideen zur Abschaffung der Gefängnisse einführen, sprechen wir nicht wirklich über Gefängnisse. Es geht vielmehr darum, wie wir miteinander umgehen können, ohne auf das gewaltsame Mittel zurückzugreifen, Leute in Käfige zu stecken. Herauszufinden, wie wir mit Fällen umgehen können, wo jemand zu Schaden kommt, wie wir mit den Ungleichheiten umgehen können, die durch den Kapitalismus und den Staat hervorgerufen werden. Brauchen wir wirklich Gefängnisse, um diese Probleme zu lösen? Und würden sie so überhaupt gelöst? Das sind also die Fragen, um die es uns geht. Unsere Prämisse geht entsprechend davon aus, dass Gefängnisse keine Probleme lösen. Sie gehen nicht an die Wurzel der Probleme, deren wegen Leute einander wehtun. Und ganz besonders haben sie keinen Einfluss auf systematische Dinge, wie beispielsweise das Patriarchat. Wenn ein Mann jemanden vergewaltigt, bringt es einfach nichts, wenn er dafür ins Gefängnis kommt, weil das nicht den Bedürfnissen der einen solchen Übergriff überlebenden Person entspricht. Die meisten Leute, die eine solche Situation überlebt haben, erleben ganz krasse Situationen mit der Polizei und der Justiz, wo ihnen erzählt wird, dass sie LügnerInnen seien und es ihre eigene Schuld sei, etc. etc. Es entspricht also nicht ihren Bedürfnissen. Es bringt ihnen auch kein Gefühl der Sicherheit. Der Mann landet schließlich im Gefängnis in einer Umgebung, die durch einen besonders gewaltförmigen Sexismus geprägt ist und wo zum Beispiel ganz offen darüber geredet wird, wer vergewaltigt wird, wenn der Typ wieder rauskommt. Es findet mit dieser Person, die die Vergewaltigung zu verantworten hatte, keinerlei Transformationsprozess statt. Es wird keine Veränderung dieser Kultur geben, die eine Vergewaltigungskultur hervorgebracht hat. Es werden nicht die zugrunde liegenden Strukturen des Patriarchats angegangen. Das Ganze ist also wirklich nicht besonders nützlich und in vielen Fällen erleidet die den Übergriff überlebende Person nur noch zusätzlichen Schaden. So really it's ineffective and the survivor is often, you know, also harmed by this process. So, you know, we're not saying there's answers to all of these, you know, they're really complex. Wir behaupten auch nicht, dass wir Antworten auf all diese Fragen hätten. Es ist tatsächlich eine ziemlich komplexe Materie, aber wir gehen davon aus, dass es an den Gemeinschaften selbst liegt, zu entscheiden, wie sie damit umgehen wollen, wenn Menschen Schaden erleiden und wie ihre Mechanismen zur Übernahme von Verantwortung aussehen sollen, ihre sogenannte Accountability. Und das ist natürlich ziemlich schwer, weil unser wirtschaftliches System zu einer Vereinzelung der Gesellschaft geführt hat. Die meisten Menschen sind nicht mehr Teil einer Gemeinschaft. Als AnarchistInnen können wir uns jedoch dabei engagieren, die dafür notwendigen Infrastrukturen aufzubauen und neue Wege erkunden, wie damit umgegangen werden kann, wenn Menschen zu Schaden kommen, ohne dass dafür die Polizei gerufen wird. Bei der Abschaffung von Gefängnissen geht es also genauso um den Kampf gegen den Neubau von Gefängnissen, wie darum, dafür zu kämpfen, uns gegenseitig zu schützen und gesunde Umgebungen und Situationen für uns zu schaffen. Und deswegen sehen wir auch eine so starke Verbindung zum Nahrungsthema, zum Zugang zu Land, zur Möglichkeit, für uns zu sorgen, unsere Bedürfnisse autonom zu befriedigen. Das ist wirklich essentiell, wenn wir eine Gesellschaft anstreben, die ohne Gefängnisse auskommt. Wir brauchen Gefängnisse auch jetzt nicht. Aber vorerst geht es um diesen Kampf für eine neue Gesellschaft. Das ist die Art von Veränderung, die wir brauchen. Und ich denke, dass Nahrung da ein Weg ist.
wichtiges Bindeglied ist, denn alle Menschen müssen sich ernähren. Es ist unser Grundbedürfnis. Wenn wir also kleinteilige, aber radikale Lösungen für den Nahrungsmittelanbau finden, die wirklich auf eine Befriedigung der Bedürfnisse ausgerichtet sind und die kollektiv mit Empowerment und auf horizontale Weise organisiert sind, dann legen wir den Grundstein, dann bereiten wir einer völlig neuen Art zu leben den Boden. Aber wenn wir das Gefängnissystem nicht bereits jetzt in Frage stellen, werden wir diese Dynamiken und diesen Wunsch zu strafen nur reproduzieren. Und wir werden vom Staat abhängig bleiben, wenn es um Situationen geht, in denen ein jemand oder etwas beschädigt wurde. Wir erwarten eine aufregende Mischung von Leuten, die alle große Lust auf das Thema Nahrung und womöglich auch an der Kritik an Gefängnissen haben. Wir hoffen, dass alle ihre eigenen Ideen und Erfahrungen aus ihrem Leben mitbringen und dann einige ziemlich spannende Diskussionen entstehen werden. Will come with some knowledge and some experience thinking about these things in their life, and we'll hopefully create some really interesting conversations. Du hast vorhin bereits das Konzept der transformativen Gerechtigkeit erwähnt, über das beispielsweise in einem Workshop gesprochen werden soll. Wo können sich Leute, die durch dieses Interview oder anderweitig neugierig geworden sind, mehr Informationen über das Camp besorgen und darüber, wie sie überhaupt zum Camp kommen? Yeah, so all the information about workshops and programs and practical logistics can be found at Alle Informationen über Workshops und Programmpunkte sowie praktische Fragen der Logistik finden sich auf der Website reclaimthefields.org.uk. Und wir wollen auch nochmal sagen, dass es sich um ein internationales Camp handelt, weswegen es auch Übersetzungen geben wird von einem Übersetzungskollektiv. Und wir freuen uns wirklich, wenn ihr weitere Programmpunkte vorschlagt. Wir möchten gerne etwas über die Kämpfe gegen Gefängnisse in euren Ländern erfahren oder über Kämpfe im Nahrungsmittelsektor in Deutschland beispielsweise. Das Camp soll wirklich allen offen stehen. Auch an den beiden Aktionstagen, dem Dienstag und dem Mittwoch, hoffen wir wirklich auf dezentrale Aktionen. Falls ihr also nicht auf das Camp kommen könnt, aber ihr den Kampf gegen diesen Gefängnisneubau und den Schaden, den er in den kommenden 100 Jahren oder länger in der lokalen Community anrichten wird, unterstützen wollt, findet ihr auch da mehr Details auf der Website mit verschiedenen Links zu beteiligten Unternehmen. Es gibt auch viele Materialien zum Download, damit es Widerstand gegen Gefängnisse hoffentlich überall geben kann. So hopefully, you know, we could have resistance to this prison everywhere. Super, vielen Dank dafür. Thank you. Danke dir.